Eine neue Weltordnung durch eine neue Zinsordnung. Heuer vor 150 Jahren, am 17. März 1862, wurde Silvio Gesell in St. Veit im Rheinland geboren. Bis nach Buenos Aires in Argentinien hatte es ihn verschlagen, wo er sich selbstständig machte und das Auf und Ab von Wirtschaft und Krise, von Inflation und Deflation an den Auswirkungen auf seine eigene kleine Geschäftstätigkeit beobachtete. Er erkannte die Schwachpunkte unseres Geldsystems, als da sind die Hortbarkeit und Verzinsung des Geldes. Zum einen führen Zins und Zinseszins zur enorm ungerechten Verteilung von Geld und Produktivvermögen, wie jedem sicher klar ist, und zum anderen das Geldhorten zu Absatzstörungen und Arbeitslosigkeit. Außerdem sind Zins und Zinseszins ein erheblicher Anteil am Preis eines jeglichen Produktes oder jeder Dienstleistung. Das heißt, die Preise könnten ohne Zinskosten bedeutend niedriger sein. Den Ausweg aus diesem beobachteten tödlichen Kreislauf von Inflation und Deflation fand Silvio Gesell in der Freiwirtschaftslehre und veröffentlichte diese Theorie bereits 1916 in dem Buch Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld. Er rührte damit natürlich an ein Tabu unserer gesamten Wirtschaft und wurde verständlicherweise deshalb ausgegrenzt und verfemt. Er ging ja eigentlich damit den Finanzbossen so richtig ans Leder. Sein Prinzip, wer Geld vom Umlauf zurückhält, muss dafür einen Zins bezahlen. Geld ist ja lediglich Tauschmittel für die Wirtschaft. Allerdings die praktische Erprobung seines Prinzips konnte Silvio Gesell nicht mehr erleben. Er verstarb am 11. März 1930. Kurz danach, während der Weltwirtschaftskrise, führte die österreichische Gemeinde Würgel 1932 die freien Schillinge ein. Deren Besitzer musste am Monatsende jeweils 1% Zins auf den Geldwert entrichten, sonst wäre der Schein nicht mehr gültig gewesen. Es stellte sich verständlicherweise ein enorm beschleunigter Geld- und Warenumschlag ein, also eine richtige kleine Konjunktur, in dessen Folge die Arbeitslosigkeit um ein Viertel sank. Der Modellversuch wurde das Wunder von Würgel genannt. Sogar der französische Finanzminister reiste an und US-amerikanische Finanzfachleute interessierten sich dafür. Allerdings wollten dann hunderte Gemeinden Österreichs auf dieses Geldprinzip umstellen, was wohl verständlicherweise das Unbehagen von diversen Kreisen hervorrief, die alle bestens vom Zins leben. So machte kurzerhand die österreichische Nationalbank ihr Geldmonopol geltend und verbot das Drucken dieser freien Schillinge. Wäre nun das Gesellsche Prinzip nicht die Rettung für unser heutiges marodes Finanzsystem? Angesichts dessen, dass die Welt in immer größere Verschuldung hineintaumelt in Richtung Krise bis hin Zusammenbruch, mit europäischem Scheitern, Gefährdung des Friedens, wie Frau Kanzlerin immer betont, wäre doch eine ernsthafte Diskussion und ein größerer Testlauf dieses revolutionären Geldsystems nicht mehr von der Hand zu weisen. Warum nicht eine größere Wirtschaftsregion oder ein kleines europäisches Land nach diesem Prinzip einmal wirtschaften lassen? Denn es gibt natürlich auch viele auftretende Probleme zu lösen, die in unserer komplexen und verflochtenen Welt unweigerlich mit einem neuen Geldumlaufsystem verbunden sind. Aber katastrophaler als die gegenwärtige Milliarden-, gar Billionen-Jongliererei, Verschieberei und Verschuldung kann es doch gar nicht kommen. Es kann doch mit einer Abkehr vom gegenwärtigen System eigentlich nur besser werden.